Ich gehe mal nicht davon aus, dass Justin Bieber hier mal vielleicht unsere Videos guckt. Obwohl, hey, da verpasst er was, wenn er das nicht tut. Ja, tut er. Und er lernt extra Deutsch, deshalb. Ja, um Matty vs. Priest zu gucken, ne? Oh je, nee, ich meine, ich kann es verstehen, sagen wir es doch ehrlich. Also. Wir haben gerade Matty vs. Priest aufgenommen. Ich muss sagen, ich habe mir am Anfang gedacht, ja, es waren geile Folgen, aber es wird, wenn es so geil war, wird es nicht besser. Bullshit. Bullshit, es, Freunde, es wird besser. Es wird definitiv besser. Noch besser. Ja, es wird immer besser. Es gibt Szenen, die hätte ich mir niemals vorher vorgestellt und sie sind einfach passiert. Ja. Also, super geil. Ja, doch, also. Ja, aber ich finde das. Das mit dem Internet Geld verdienen. Ich finde da. Das ist so ein bisschen zu viel Reproduktionsfaktor des eigenen Geldes. Ich meine, wo kommt denn das her? Wo ist denn da überhaupt der reale Gegenwert? Natürlich, ja, ja klar. Stichwort Leute, Facebook, ne? Leute, die da Geld reinpumpen, aber wann bricht denn das irgendwann? Ja, klar, also. Ne, also du kannst ja Geld gegen Waren und Dienstleistungen eintauschen, ne? Aber natürlich. Wenn du zu viel gegen Dienstleistungen eintauscht, ne? Wo bleiben dann die Waren? Das ist ja das Stichwort, warum Facebook an der Börse ja so abgeschmiert ist. Das ja. ist also, ne, zumindest so aus meiner Perspektive, wenn da jetzt irgendein Ökonom sich das hier anhört und sagt, nee, komm, das ist ein völliger Quatsch, deshalb war es ja nicht. Ist doch Ökonome, von daher. Ja, hör auf, ey, hör auf. Sag das hier nicht so laut. Also. Nee, ist aber echt so, weil, ne, letztendlich, das ist es doch. Wenn du keinen wirklichen Gegenwert hast, ja, okay, wird ja jetzt immer so neumodisch, kommen sie doch immer mit ihrem Scheiß, ja, Wissen über Kunden, Wissen, das ist so eine hohe Ressource. Ja, klar, natürlich, aber was soll ich denn mit dem Wissen, dass Matt Baron jetzt hier eine Facebook-Page hat? Ja, toll, da weiß ich, dass Matt Baron eine Facebook-Page hat, hat ein paar Kundendaten, aber ich kann damit ja auch nicht wirklich was anfangen. Ja, das Problem ist, wenn die Kundendaten nicht kaufen, dann bringt ja das Wissen gar nichts. Und vor allem das Wissen über meine E-Mail-Adresse, wenn dann irgendwelche Spam-Firmen kommen, von wegen, I'm the Minister of Ugubugu, give me all your money. Ja, ich genau. Das ist so eine Sache, ja okay, wenn du da mitmachst, dann gehörst du auch bestraft, aber ja. Der Großteil der Menschheit macht da eben nicht mit. Richtig. Nee, das ist wohl wahr und also das ist halt wie immer so. Schön, das ist einfach mal mit so einer Megaschaufel hier durchzureißen. Ja. Ja, und ich glaube halt, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, ich glaube, irgendwann platzt die ganze Scheiße. Das fängt jetzt so an mit irgendwelchen Ländern, die pleite gehen oder die überhaupt da sich nicht mehr retten können. Da müssen die Reichen da wieder mit einspringen. Irgendwann. Das ist ja auch bei den Banken so. Ja. Es gibt ja diesen Repro-Faktor, dieses Geld, das sich selber noch weiter vermultipliziert, obwohl es im Real gar nicht da ist. Ja, ja, eben. Ne? Ich verstehe das jetzt nicht so viel, aber es gibt ja diese Theorie, oder? Ja, ja. Nein, das ist ja sogar ein Fakt eigentlich. Ja, ja, und. Kennst du? Hast ich meine, die Banken müssen ja für jede Transaktion, die durchgeführt wird, einen gewissen prozentualen Ansatz davon in der Zentralbank unterbringen, oder wie war das? Mag sein, ich bin da jetzt auch ein bisschen überfragt. Ich meine ja, also jedes Mal, wenn du Geld abholst oder überweist oder so, von den Zinsen, die dir daraus nehmen, die wollen es ja wieder weiter vermieten natürlich. Und dadurch irgendwas mehr Geld kriegen, müssen die einen gewissen Prozentsatz an die Zentralbank bringen. Und das war ja das Problem 2009, dass das dieser Prozentsatz im Endeffekt nicht gereicht hat, weil die sich alle spekuliert haben und dementsprechend die Rücksumme nicht mehr gedeckt werden konnte. Naja, letztendlich war es ja auch 2009 so bei dieser USA, Lehman Brothers und diese ganze Geschichte. Das war ja der geilste Faktor. Da haben sie ja in den USA einfach Kredite, diese Subprime-Kredite, haben sie einfach Kredite an Leute verteilt, die überhaupt gar keine Sicherheitsleistung haben. Da weißt du, da sind Leute aus dem Knast gekommen, die waren 50 Jahre alt, waren 30 Jahre im Knast, haben sowieso vorher nichts gemacht, kommen aus dem Knast, gehen zur Bank. Jo, Alter, ich brauche ein Haus, ich brauche einen Kredit, ich brauche ein Auto und ich brauche keine Ahnung was, ne? Geile Alte, kann ich mir sowieso mit Geld kaufen? Ja, geben wir ihn. Ja, weißt du, dann wurden da Kredite drauf aufgenommen, diese scheiß Kredite wurden wieder weiterverkauft an andere, ne? Weißt du, dann gehst du zu einer, dann schnürst du diese ganzen, diese hässlichen Kredite, verkaufst sie an eine andere Bank, von wegen, ja, hier sind 100 Millionen Kredite, gib mir mal dafür einfach 50 Millionen, dann hast du ja 50 Millionen gewonnen. Und die andere blöde Bank kauft das natürlich. Ja, und irgendwann, dann kannst du es überhaupt, ja, weil da gar keine Sicherheitsleistungen hinter sind, nö, ne? Dann hast du und, dran. Ja, und dann auf einmal platzt die ganze Blase, ne? Und, aber weißt du, ja, also ich sag mal, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, also Student und so, bin ja noch nicht vermögend und so. Also ich merke momentan überhaupt nichts. Also ob wir jetzt eine Finanzkrise haben
oder ob wir jetzt hier voll in der Hochkonjunktur und gar keine Finanzkrise und so. Ich merke davon gar nichts. Nö. Also so reell jetzt. Merke ich nichts. Nö, ich auch nicht. Leute bei IG Metall und so, klar, die merken das natürlich. Also die. Ja, die Unternehmer. Natürlich, aber die merken zahlen das. Ja auch die Löhne aus. Du musst ja die Löhne auch relativ konstant halten. Bier mal aufmachen hier. Ja, nee, klar. Das Bier mal aufmachen. Ja, immer, das wird schon warm hier. Das kann auch nicht sein. Das schmeckt es nicht mehr. Ja, das Thema hatten wir gerade schon. Bier wird warm, USB-Kühler oder so. Nein, trink einfach schneller, ist billiger. Ja, macht mehr Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Aber das Bier, in Anführungszeichen, das du trinkst, das macht ja sowieso keinen Spaß. Hey, Feltins V plus Cola. Das ballert richtig. Weißt du eigentlich, wie viel Dünnschiss ich von Feltins kriege? Im Ernst? Ja, aber was mal so warum richtig. Ich das da sparst du dir, da sparst du dir die Kur. Übrigens, oh, das, im Ernst, wir haben letztens im Netz gelesen für eine schöne, das kann ich euch mal empfehlen, Freunde. Wer jetzt, wem das jetzt zu heavy wird, einfach abschalten. Nee, nicht abschalten, einfach kurz muten für eine halbe Minute. Folgendes. Jetzt fährt er hoch. Ich habe ja so ein bisschen erkundigt und so, von wegen, ja, wenn du mal so eine schöne, wenn du dich mal wieder. Entgiftung ist ja so das Neue, ne? Mhm. Entgiftung. Und am besten fängst du an, indem du dich, ich sag's jetzt ganz salopp, indem du dich immer richtig ausscheißt. Ja. Und du kommst echt von einem Forum Thema zum anderen. Du kommst von Kuchenbacken auf Arschbacken, das ist echt so. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ja, irgendwie, ne, mal den ganzen alten Dreck einfach nur mal raus, weißt du? Das ist mal ganz gesund. Und ja, so viel zu Feltins, ne? Also wenn du mal wirklich, wenn es dir gut gehen soll, sauf ein Liter Feltins. Du scheißt dich weg. Und ja. Aber dann ist auch gut, ne? Ja, dann echt, dann ist alles sauber, ne? Wenn, so, ich glaube jetzt, das legt da mal irgendeine Spur drüber, irgendwie so ein Piepton oder so kurz. Also, das war mir jetzt selber ein bisschen strange gerade. Das lassen wir drin. Ah, Mann. Nein, ich weiß, also das ist ja auch ein bisschen, muss auch ein bisschen lustig sein. Nein, aber es, ja, was muss ich machen hier? Sag irgendwas, Mann! Ich wollte genau diesen Moment gerade provozieren. Ja. Dinge, die ich machen wollte, aber noch nie getan habe. Game of Thrones gucken, habe ich noch nie getan. Ja, irgendwie mein Prof, der labert da mich immer damit zu, irgendwie, ja, also alle, ne, alle bei unseren Vorlesungen. Haben Sie das letztens gesehen? Da war das auch so. Dann zieht auch immer Beispiele zur Wirtschaft und so, mit irgendwelchen Kram da, keine Ahnung. Ist das dieses, nee, was war das? Spartakus war das da, wo mehr Brüste zu sehen waren als überhaupt irgendwas vom Mittelalter? Das war aber auch bei Game of Thrones. Das ja, ach so. Soll da überall sein. Da wird nur gevögelt oder umgebracht. Ja, gut, dann für, das ja. Das ist ja meine Serie eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, also ich hab, also. Ja, hat was. Ach, komm. Jetzt. Annie. Das ist total schwierig, hier diesen Blödsinn hier fertig zu bauen. Das ist. Das Fundament ist ja immer das Wichtigste. Und da muss ich gleich nochmal gucken, ob das alles stimmt. Ja, da kannst du auch nochmal mitzählen, komm. Ich? Ja, sonst, wenn ich jetzt sonst anfange, dann ist hier vorbei. Ja, ich glaube, pausiere auch hier mal, weil ich habe jetzt schon wieder hier keinen Bock mehr bei mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nee, ne? Was ist los? Hast du dich verzählt? Jetzt ist der 34, den Scheiß hier. Okay. Wie hatte ich das nochmal gemacht? Ich guck mal ganz kurz. Ich mach das jetzt einfach mal von einer Seite fertig. Ja. Und den Rest reiße ich einfach runter. Ich weiß ja noch ungefähr, wie ich das gemacht habe. Da brauche ich ja noch nicht mal einen Grundriss geben. Ja. Also ich muss mal dazu sagen, die Scans sind richtig gut geworden eigentlich. Die sind also ultra, also die Vorfolger echt? Gemacht haben? Ja, doch, also. Ja. Emilia! Eigentlich müssten wir uns noch ein Auto bauen, wo wir uns da reinsetzen können. Wie lange? Es gibt ja auch. Den Film hast du gesehen, ne? Nein. Was? Nein, im Ernst, ich hab's nur teilweise mal reingeseppt und dann, ja. Ja, ich muss das zugeben. Ja, aber Priest ist zumindest ehrlich. Ja, echt. Aber es würde ihm auch nichts bringen, sonst würde ich ihm sagen, kennst du die Szene, wo... Nein.
Ja, eben. Das, nee, also im Ernst, weil ich habe es noch nicht geschaut. Ich habe so viele Filme, die muss ich halt immer sehen. Ja. Ich komme auch gar nicht mehr zum Fernsehen gucken, stell dir das vor. Ach ja, darüber wollten wir ja neulich reden hier. Beyond the Limits. Das war ja bei Matty vs. Ja. Priest irgendwann mal. Ja. Das ist so ein schlechter Film. Ja, also klar, also, ja, keine Handlung. Ne? Handlung gibt's da ja gar nicht, ne? Mm-mm. Null. Das nee. War so am Anfang, ja, guck mal, ich bin der Böse. Nein, ich bin der Böse. Nein, ich bin jetzt der Böse. Nein, ich bin richtig böse. Nein, ich lebe noch. Ey, ich bin jetzt der Böse. Ja. So. Ja, es ist halt so Splatter vom, also irgendwie ist es ja Splatter, ne? Wenn du da so überlegst, dass die Leute da ja eigentlich, da wird ja nur rumgemetzelt dann teilweise und dann da, wo diese Mittelalter-Szene und dieser Mittelalter-Teil da losgeht, ist ja auch eine nur Hauptgeschichte, dass da irgendwie da die Leute abgeschlachtet werden. Und ich meine, okay, Filme, so solche Filme haben ja auch ihre Berechtigung, aber ja, muss man halt wissen, ob das so. Also ich finde halt, guck, hab's auch nur wegen dem ersten Teil mal geschaut halt, weil das ganz, ja, so eine neue Sichtweise auf die Welt gibt. Nein, Quatsch. Ja. Wo hast du den Film, zu welchem Anlass hast du den denn geguckt? Hab ich dir davon mal erzählt oder was? Ja, hattest du mal. Das war, boah, wie lange ist das her, als du mir mal davon erzählt hattest? Das war so ein Abend, wo du mir wirklich erzählt hast, welche so Splatter- und Horrorfilme es so gibt. Und ich habe dann gesagt, ja, ein Kumpel von dem Jahr hatte den. Da habe ich gesagt, komm, gib her, ich will mir den jetzt mal geben. Ja. Und hey, ich sag mal, ich bereue es nicht, aber ich hätte die Zeit auch besser nutzen können. Ja, klar, also davon jetzt mal echt abgesehen, natürlich, natürlich. Und vor allen Dingen bei solchen Filmen, ich finde, solche Filme, die arbeiten ja eigentlich damit, zum Beispiel Saw und so weiter. Ja, es ist sehr, sehr blutig, aber du hast immer noch am Anfang so den Gedanken, ja, es könnte ja sein, dass dein Lieblingscharakter überlebt. Aber das hast du bei Beyond the Limits mal so gar nicht. Da gehst du am Anfang hin und denkst, ja, sterben alle schön. Und im Endeffekt, ja, sterben alle schön. Ja, 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 klar, das stimmt schon, ne? Und ja. Oh, da kommt er. Was ist los, Kerle? Läuft. Ey, Alter, Junge, wir haben gerade angefangen, ja? Jetzt geht er hier schon los und ich bin schon müde, ey. Du hast hackt. Schass mit mich, Jas. Ich brauch mal erstmal einen Kaffee, dann geht das alles. So. Ich brauch Sand. Sand. Wo ist das? Sand. Sand. Oben ist es. Auf der Minimap, ey. Der Teil, das glüht da, ey. Also, ne? That's what she said. Ach Gottchen. Alter, jetzt muss ich wieder nach unten laufen. Ich krieg einen Aft hier, ey. Das kann nicht sein. Oh, es gibt so viele Sachen, die wir hier bauen müssen. Das ist absolut unglaublich. Oh, jetzt muss ich doch wieder nach oben. Oh, Alter, ey. Wir haben echt den größten Fehler unseres Lebens gemacht, den wir da über 2 Etagen gemacht haben. Diese scheiß Gegrunze nervt mich jetzt doch schon, also... Ja, kannst du ja mal suchen. Ja, wollte ich gerade sagen, mach du da mal weg hier, ey. Ich? Nee, oh, wie aggro. So voll vorwurfsvoll. So voll vorvoll. Oh, jetzt geht's los. Oh. Dann krieg ich bestimmt die Quittung in die Kommentare. Ja, aber richtig. Wenn einer das hier guckt, dann er. Aber derbe. Der musste jetzt aber sein, ich konnte nicht anders. Aber so einen ähnlichen hat Scully auch neulich gebracht. Der Merch? Ja. Was wollte ich denn hier holen? Sag das mal. Ach, ein Eime. Eime. Rüstung. Eude. Nee. Eime. Eude. Wo waren Eimer? So, Leute, Werkzeug. Ist das schlimm, wenn wir jetzt lange Zeit keine Abenteuer mehr machen? Ja, genug, beim letzten Mal, das war ja aber auch ein bisschen anstrengend, ne? Es ist immer anstrengend eigentlich, also ja, ich find's immer, weil du bist voll müde und so.